Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crowned. Ich bin zurück und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wie ihr unter anderem seht, habe ich die komplette Ameisenrüstung an, denn wir hatten noch ein, zwei Ameisenteile tatsächlich ja von unserem ersten Besuch im Sandkasten zu Hause liegen. Es hat gereicht, um mir die komplette Klamotte herzustellen. Ich habe jetzt einmal den kompletten Ameisenlöwenhut, den Poncho und die Sporen tatsächlich. Zusätzlich hat das Ganze schon mal aufgewertet und zwar habe ich das Ganze ganz normal aufgewertet, eben mit den Steinen über die Schmiede. Und dazu habe ich mich dann entschieden, die Aufwertung zu nehmen mit 45%, nee, 35% mehr, statt 30% und einem Perk, weil der Perk war etwas, damit ich weniger Wasser brauche. Das heißt, ich muss weniger trinken über den Tag verteilt. Das habe ich nicht genommen. Ich habe mich dafür entschieden, dass die Rüstung ein bisschen stärker wird. Deswegen habe ich das Ganze in Rüstung rein investiert. Was wir jetzt hier bekommen haben durch die komplette Rüstung letztendlich, ist einmal unbesiegbare Abschirmung, Chance beim Blocken das Schild automatisch zu reparieren. Das kommt hiervon. Dann haben wir einmal schnelle Nachladegeschwindigkeit im Kampf, was ganz cool ist. Dann haben wir einmal moderate Ausdauersteigerung erforderlich, um Waffen zu schwingen, was cool ist, weil wir weniger Ausdauer brauchen, mehr schlagen können dadurch. Und wir haben eben den Brutzelschutz, verlangsamt die Geschwindigkeit, mit der der Brutzler im Inneren zum Knochen das Innere zum Kochen bringt. Nicht Knochen, Kochen. So. Und genau. So viel erstmal dazu. Das heißt, das habe ich komplett gemacht. Ich habe den Turm zu Hause ein bisschen ausgebaut, wo ich die Seilrutschen platziert habe. Das werden wir hoffentlich gleich noch sehen, wenn nicht dann in der nächsten Folge. Wir werden jetzt nochmal Ameisenlöwen hauen gehen müssen. Aufgrund dessen, dass ich jetzt will ich die Rüstung ausprobieren. Ich bin extra übrigens schon mal hierhin. Ich war ja bei der Basis, bin wieder zurück. Ich bin extra schon mal hierhin, damit wir das Ganze ausprobieren können in der Folge. Wir gucken jetzt mal, wie sich der Brutzler verhält. Ich würde hier gerne ein bisschen Zeug ausbuddeln auch, klar. Wenn wir was glitzern sehen zumindest. Und Ameisenlöwen im Jagd, denn mir fehlt noch die Waffe. Dafür brauchen wir allerdings die Ameisenlöwen-Klauen, die relativ beschissen droppen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir das ganze Zeug eben kriegen. Da, neben dem Apfel. Was gesehen? Das blitzt immer nur ein bisschen auf. Ach, guck mal, das ist doch schon ein erster. Okay. So, und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze dann spielt. Ausdauermäßig müsste es eigentlich passen. Rüstungsmäßig müsst ihr aufpassen. Wir müssten eigentlich eine krasse Rüstung haben. Also eine recht krasse Rüstung. Wir machen, glaube ich, insgesamt aber ein bisschen weniger Schaden kommen wir vor. Aber das Geile ist, wir haben halt einen Schlag drauf, dass wir die echt ganz gut wegblocken können und alles. Also solange die alleine sind, sind die recht chancenlos, muss man sagen. So, und gleich sehen wir dann mal, wie sich Brutzeln verhält. Moin. Ameisenlöwenzange. Da haben wir eine. Wir brauchen, ich glaube, 7 oder 8 Zangen. Ich weiß es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall ein paar zerlegen. Das ist ziemlich heiß, ja. Aber, hier. Das Brutzeln. Seht ihr das? Wie lange das dauert? Komischerweise, die Biene kann da drüber fliegen. So, und hier hat es doch gerade geblinkt. Also, wir können uns jetzt sehr lange beim Brutzeln aufhalten. Es müsste das Grabsymbol übrigens kommen, wenn ich über den Blitzen stehe. Aber hier hat es doch geblinkt, oder? Ah, guck mal hier. Ach, der will die Ameise. Was haben wir hier ausgegraben? Was ist das? Eine Chilischote? Hot Chili... Hot Chachas Süßigkeiten. Ach, das ist dieses... Wir haben doch diesen Perk, mit dem wir diese Süßigkeitenpfeile aktivieren können. So, dass ich... Doch, es geht. Es springt. Das kann ich einsammeln, oder wie? Würziges Stück. Genau, diese würzigen Pfeile können wir nämlich damit herstellen. Geil. Cool, cool, cool. So, wie gesagt, Ameisenlöwen umhauen. Aber das mit dem Brutzeln ist halt jetzt ganz cool. Oh, 2. Wobei, wenn die hintereinander laufen... Weiß gar nicht, kommt der jetzt? Ernsthaft? Aufeinander? Okay, wir erledigen beide. Wir müssen eh beide erledigen. Wir können sogar ein bisschen Doppelschaden fahren. So, jetzt kommt der andere Kollege. Das Schöne ist, wir können beide auch gleichzeitig teilweise hitten. Ah, der ist hinten dran. Wir müssen nur halt ein bisschen aufpassen, damit die nach Möglichkeit sich irgendwie gegenseitig ein bisschen... Ja, jetzt kommen beide... Ah. Das ist natürlich scheiße.
Okay, dass sie beide gleichzeitig angreifen, ist natürlich dann Bockmist, weil wenn die mich stunnen, dann war's das. Aber erster Hammer erledigt. Zweiter ist auch erledigt. Einmal zwei. Zwei Ameisenlöwen. Warum nicht? Kann man doch mal machen, oder? Ich würde jetzt mal zwischenspeichern. Das mit dem Brutzeln. Es geht langsam hoch, aber es geht sehr langsam hoch. Den Mixer würde ich jetzt trotzdem noch nicht machen wollen. Wir werden uns das erste Mal den Ameisenmixer nehmen. Das ist der hier hinten irgendwo. Hier, glaube ich. Da war er jetzt nicht ganz genau, aber so ziemlich. Den werden wir uns als erstes nehmen. Achso, man kann die übrigens hier unter Erde hauen. Das ist der erste, den wir uns vornehmen werden. Das sollte auch der einfachste sein, denke ich mal. Der darf mich jetzt nicht treffen. Wenn er mich trifft, bin ich drin. Aber dann ist ganz cool. Wir haben echt viel Ausdauer. Ja, genau. Das ist die Scheiße. Okay, nächsten Hammer. Wir sind nach wie vor am Heilen. Das Brutzeln ist ein bisschen... Ja gut, ein bisschen laut. Ich muss, glaube ich, die Lautstärke insgesamt ein bisschen runterdrehen. Ich habe übrigens versucht für euch... Hä? Geht nicht. Geht. Ich habe für euch die Lautstärke versucht, ein bisschen anzupassen. Ich hoffe, es passt. Ah, ich habe ihn von unten rausgehauen. Ganz ehrlich, die armen Viecher tun mir schon ein bisschen leid teilweise mittlerweile. Na? Ich habe nichts zu trinken da. Doch, ich habe was zu trinken da. Das Problem ist, meine Waffe leidet unglaublich. Wenn wir die hauen, die haben eine Kackrüstung. Ihr seht das, meine Waffe ist jetzt beschädigt. Die war zwar zur Hälfte auch schon runter, aber die ist jetzt fast wieder komplett runter. Ach, guck mal, das war sogar im Schatten. Cool. Also meine Waffe leidet extrem. Kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Schnell einen Schluck getrunken. Da hat was geblitzt. Wenn wir mehr von diesem Hot Chili Zeug ausgraben können, wäre ganz cool, ehrlich gesagt. Aber das Blitzen oder dieses Aufblinken kommt immer... Oh nee, warte mal, hier. Direkt über mir, oder? Ja! Oh, das ist so ein Minzding, oder? Ja, musst du so ein Min... Ja, ist so ein Minzding. Was hier alles in dem Sand rumliegt, ist der Wahnsinn. Den Stein übrigens, wir können jetzt dann auch die Kohle abbauen für den Schmelzofen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Und wie gesagt, ich habe schon mal den Turm ein bisschen vorbereitet. Es sollte jetzt möglich sein, dass wir ein Seil von der Kohlenpfanne, also vom Grill, zu uns zur Hauptbasis spinnen können. Müssen wir... Das ist so ein Teil der Bar. Hä? Was ist eine Managerkarte? It kind of looks like a popsicle. I get the feeling it's not refreshing though. So, sicher nicht erfrischen. Ja, das ist so ein heißes Ding. Oh, der Burgled. Ach cool, der Burgled Chip. Okay. I cannot bear to look upon myself any longer. I've become a monster. Inhuman, less than the insects that are my only companions now. I've become old, well before my years. A shrunken husk of a man, a walking corpse like Lurkin Shriek, doomed to the executioner's axe. Trudy was right all along, as she always is. And what remains? I'm a failure as a scientist, as a husband, and as a father. I have no choice but to remain here, living exiled in the backyard. I have diverted my remaining strength and will into finding a cure for this malady. This raisinification, if you will. Rosinifizierung. It is my only hope now. Alles klar. All other research initiatives must be placed on hold, or it will be too late. It may already be too late. It is only fitting that I am so small. Tiny. Minuscule. Oh. Just like my legacy. Verbannt. Ah, guck mal. Minzpfeile. Und das hier sind diese, genau, diese scharfen Pfeile. Maiszuckerbrocken. So, auch neu. Können wir den erforschen? Wieso können wir den nicht erforschen? Okay. Auf jeden Fall diese scharfen Stückchen, diese Maispfeile haben wir jetzt hier. Hier sehen wir... Oh Gott. Was war's? Z? Nee, Z war's nicht. U war's. Okay.
Ist das tatsächlich... Ist das... Drücke mal Z. Ist das reiner Zufall, dass wir uns wirklich exakt der Storyline entlang bewegen? Ich meine, wir haben das jetzt gerade durch Zufall gefunden. Und es passt irgendwie genau zur Storylinie. Finde ich ganz cool. Ist das... Ist die Frage, ob das Absicht ist oder ob das Spiel alles automatisch platziert. Und wir haben den Burgle-Chip gefunden und wir müssen was trinken. Was kein großes Problem darstellt. So, wir nehmen gleich mal 2 Schluck. Und wir haben den Burgle-Chip. Sandkasten. Geil. Neue Rezepte für Burgle. Das hier kriegen wir leider nicht raus. Und das hier, ganz ehrlich, das ist eine weitere Truhe. Wir haben hier eine Truhe. Ist das Burgle? Burgle, mein Freund. So, jetzt kommen wir hier nochmal in die Ego-Perspektive. Mal so. Das ist die Schaufel, oder? Das ist die Schaufel. Wir haben hier eine weitere Truhe. Wir haben Schlüssel zur Truhe. Und wir haben eine Uhr mit einer Schaufel. Das ist... Was ist denn das? 17.30 Uhr, oder? 18 Uhr? Unten? Wobei, nee, es ist 17.15 Uhr. Nee, 18.05 Uhr. 18.15 Uhr. 18.15 Uhr müsste das sein, oder? 18.15 Uhr. Die Sonne, Schaufel. Okay. 18.05 Uhr. Da dauert noch ein Stück. Wir gucken mal. Das müsste bei der Schaufel sein. Können wir das jetzt zu jeder Tageszeit aussetzen? Was? Moin. So, wir brauchen hier noch ein paar. Wir werden allerdings. Ich muss meine Waffe reparieren gehen. Demnächst. Oh, du backst ein bisschen rum, ne? Kann das sein? Mein Freund. Okay, das war bis jetzt der einfachste. Wir haben ab und zu mal diesen Schlag, der mich halt ein bisschen... Okay, der kann aus irgendeinem Grund nicht angreifen. Ich glaube, es liegt an der Schräge. Mal auch schon so. Hier. Da müsste hier irgendwo der Schlüssel vergraben sein. Die Frage ist, wo? Und die Frage ist, wenn wir die Schaufel an der Hand haben... Ob wir das Ding hier dauerhaft irgendwie ausgraben können. Es müsste um die Schaufel herum sein. Wir haben jetzt nicht die passende Uhrzeit, aber ganz ehrlich, irgendwo muss das sein. Und hier ist die Batterie. Ist die Frage, ob die Batterie von da unten ist? Wahrscheinlich. Die Frage ist, wie der Schatten steht von der Schaufel. Im Moment steht er da. Oh. Da. Klingt zumindest was. Moin. Hä? Was ist das? Salzstück. Oh, wir müssen unser Essen zu uns nehmen. Das ist eh gleich verdorben. Können wir uns komplett rein. Salzstück haben wir gefunden. Okay. Schön ist, dass uns das Brutzeln jetzt nichts mehr ausmacht. Salzstück. Ausgeblinkt? Nee. Oh. Hä? Da war doch gerade die Schaufel. Yes! Ah, guck mal! Nee, hä? 14 Uhr? Ja, dann war das der große. Dann war das 3 Uhr, 15.30 Uhr war es dann. Dann habe ich die Zeiger falsch interpretiert. Wir haben die Schüssel. Cool. Dann war es 15.30 Uhr kommt hin. Dann war es 15.30 Uhr. Dann hätte es sogar gepasst. Also nicht 17.30 Uhr, 15.30 Uhr. Aber du kannst das auch finden, wenn du einfach hier lang läufst. Ich glaube, wir lassen mal die Schaufel ausgerüstet und laufen einfach hier lang. Warte mal, da geht's zurück. Wir gehen mal zum Wasser, zu der Forschungsstation. Ich würde jetzt noch zu... Ich markiere mir die mal, sonst verlaufe ich mich wahrscheinlich eh 10-mal. Da liegt... Oh, eine Feder. Wir laufen jetzt mal zur Forschungsstation. Wir nehmen noch mit so viele Sandlöwen, wie geht das... Das ist eh scheiße. Ah, das ist das... Das war die Basis. Problem an der... So einer. Problem an der Sache ist nur, dass mein Hammer langsam aufgibt. Müssen wir mal gucken, wie lange der. Da bringt was. Oh. Ja, warte mal, dann kommst du. Hä? So, ja, ernst? Ah, das sind 2 Ameisen. Moin. Oh, eine Kiste.
Kaugummistück, Minzstück. Wer ist irgendwas? Sind die jetzt hinter mir her? Nö, oder? Sind die hinter... Wobei, ich habe noch die Kampfmusik. Sind die jetzt hinter mir her? Jetzt nicht mehr, okay. Cool. Wir haben bekommen ganz viel Zeug. Ihr habt es am linken Rand gesehen. Boah, wir haben viel Zeug zu erforschen. Wir haben Kaugummistück wieder bekommen. Wir haben Minze bekommen. Wenn man die Minze, die kann man übrigens essen. Ein Proxen Minzbacillen der Marke Ice Caps. Macht den Magen voll und die Nase sehr frei. Abkühlen. Hier. Snack und es kühlt ab. Das könnte man zusätzlich nehmen, wenn wir das brauchen. Wir gehen jetzt aber mal erforschen. Und ich würde gerne eigentlich, bevor es Nacht ist, noch weiterziehen. Wir erforschen mal das. Wir können eh alles erforschen. Und wir steigen eine Stufe auf. Cool. Salz. Salzpfeil. Cool. Was auch immer Salzpfeil macht. Aber manche Gegner haben eine Salzschwäche. Mittlerweile kommen wir in den Bereich, wo wir auch die Schwächen scharf, salzig, was gab's noch? Frisch haben. Ja, diese Scharfpfeile, ja. Das hittet mich hier drin jetzt aber nicht, oder? Irgendwas ist hinter mir. Haben wir nichts? Hä? Grünschmalz? Max Level? Nee. Level 11? Level 12, Level 13, Level 14, Level 15. Was ist das hier? Das ist eine Rüstung, oder? Guck mal, hier kriegen wir eine neue Waffe. Das ist auch irgendwas rüstungsmäßig. Und hier kriegen wir auch Waffen. Welches Level haben wir jetzt? Level 11. Bei Level... Achso, wir haben jetzt Level 11. Wieso komme ich auf 15? Wir Level 11 haben wir, da haben wir alles. Wir bräuchten Level 12. Aber cool. Ja, ich würde jetzt in Richtung des Grill gehen wollen, weil ich das gerne mitnehmen wollen würde. Hier ist aber kein... Wie viele von den Klauen haben wir? 3 nur, das reicht nicht. Wir brauchen 7. Wieso? Hier wird ein Fehler angezeigt, hier ist aber keine Fehler. Das verwirrt mich. Oh, hab ich die waren zu wenig angedeutet. Ich könnte zwar den Ameisen helfen, aber wahrscheinlich... Achso, das war der andere Ameisenbau. Wahrscheinlich hauen euch die Ameisen noch am Ende. Wir nutzen... Ach, diese Scheiße. Wir nutzen mal die Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, wie ich die töten würde. Ich glaube, tatsächlich nur mit Pfeil und Bogen drauf schießen. Oder mit der Armbrust halt drauf schießen. Ich muss meine Waffe reparieren, was kein Problem darstellt. Wir können sie ja reparieren mit einem Reparaturkleber. Ich habe, glaube ich, sogar noch einen Vorräte. Kann sein. Weil ich das Schild nicht reparieren musste, weil mein Schild repariert sich ja selber. Boah, ich hätte gern diese andere Puppe übrigens, die Waffe repariert dann wahrscheinlich. Wir haben die das Schild repariert. Ich hätte gern die Waffe repariert. Das wäre cool. Aber wir gehen jetzt mal zurück. Gehen dann in Richtung des... des umgestürzten Grills. Werden da eine Seilrutsche aufbauen, denn dann seht ihr auch mal, was ich zu Hause gebaut habe an den Turm, damit nämlich die Seilrutsche hoffentlich nämlich funktioniert. Und wir müssen hier noch ganz viel ausbuddeln. Ich glaube, hier wird noch ganz viel rumblitzen. Das müsste so ein kleiner Bruchteil gewesen sein. Ich würde auch mal ein Kaugummistück nehmen und das Loch hier stopfen wollen. Mal gucken, was dann passiert. Ob hier wirklich kein Gas mehr aussieht, ob dann die ganze Gegend hier gasfrei wird zum Beispiel. Was natürlich nicht das Schlechteste wäre, wenn wir das schaffen. Mal gucken. Und dass wir den Seil rutschen, dass man die in beide Richtungen benutzen kann, ist halt göttlich. Du kannst hier ein komplettes Seilrutschensystem über einen Garten bauen. So wie wir es auch machen werden. Wir werden uns einfach Seilrutsche für Seilrutsche dann zusammenbauen. Warum nicht? So, meine Waffe ist nur leider jetzt relativ durch. Deswegen können wir keine weiteren Ameisenlöwen verprügeln. Das ist ein bisschen schade, aber es ist, wie es ist. Und ich bräuchte... Obwohl, nee, ich habe es ja schon fertig hier. Was hat mir gefehlt? Ich habe alles dabei übrigens. Ich habe den Ton dabei, ich habe die Seile dabei. Die Stängel. Genau, die Seilrutsche. Ach, ein Unkrautstängel fehlt mir noch. Guck mal, den Ton habe ich nicht dabei. Ein Unkrautstängel würde mir noch fehlen. Und was wir auch haben, was mir aufgefallen ist, wir haben eine Stufe 2 Pusteblume. Nicht nur eine Stufe 1. Wir haben eine Stufe 2 Pusteblume. Die besonders, also von besonders hoch runterspringbar ist, weil, also wir können von besonderer Höhe runterspringen. Ja, wir waren auf der Kühlbox, glaube ich, oder? Wir sind da runtergesprungen das letzte Mal. Die hält wohl viel, viel länger wie die kleinen. So, und da können wir jetzt dann die Kohle abbauen mit der Rüstung, die wir haben. Und das, ja, das sollte ohne Probleme funktionieren. Geronimo! Es gibt auch anscheinend einen anderen Weg hier hoch, wie den ich jetzt nutze. Aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, was soll's. So, moin. So, und jetzt müssten wir in der Lage sein, das Ding abzubauen tatsächlich. Wir gehen mal auf die 8, wir trinken mal noch einen Schluck. Unsere Waffe hält nicht mehr so lange durch, aber jetzt müssten wir an die Kohle rankommen.
Wir müssen ein bisschen aufpassen und sehen ja diese. Sind gleich zwei Wolfsspinnen. Moin. Drecksviecher hier halten halt auch einiges aus. Also im Gegensatz zu den normalen Larven, aber schadensmäßig geht's. Also die machen jetzt nicht besonders krass viel Schaden. So, und jetzt sollten wir nämlich an die Kohle ran. Hallo, lass mich doch mal meinen Satz zu Ende bilden. Was soll das? Nimm dich. Au. Au. Guck mal, Block. Dieser Aufladeschlag kostet mich verdammt viel Ausdauer. Was ist das jetzt passiert? War ich so low? Boah, da unten haben wir neu gespeichert. Respawn an der Forschungsstation. Also, das kommt aufs Gleiche raus. Bei der Kinderbox? Was ist denn die Kinderbox? Wir laden mal. Was ist die Kinder? Okay. Laden. Haben wir irgendwas getan? Nee. Scheiße, das muss den ganzen Dreck normal spielen. Ich habe jetzt die Larve nicht im Blick gehabt. So schnell stirbt man im Spiel. Haben wir alles erforscht? Ja, erforscht haben wir. Nach dem Erforschen wurde gespeichert. Ja, okay, das sind die Ameisenlöwen. Ach, guck mal, die legen sich jetzt gar nicht mit den Ameisen. Warte mal, da müssen wir auf. Ah, wohl. Wenn wir weglaufen, geht's, glaube ich. Ich will mir euch gar nicht anlegen, mein Mach ist durch. Wir brauchen sie noch. Haben wir was ausgebuddelt? Nee, den Schlüssel müssten wir schon haben, oder? Wenn ich weiß. Ja, wobei, ich weiß, wo er liegt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich weiß, um wie viel Uhr ich nachgucken kann, wo er liegt. Sagen wir es mal so. Ich hatte jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass mir das blöde Vieh so viel Schaden gemacht hat. Weil das ging eigentlich. Das hat mir nur so minimal abgezogen. Gut, er hat mich jetzt wirklich oft getroffen auch. War ein bisschen zu unvorsichtig. Ich habe das ignoriert. Wenn ich so wenig Schaden machen, das war leider zu wenig Schaden, dann habe ich es ignoriert. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurück. Aber gut, dann machen wir es halt so. Hier zur Sandburg, klar, müssen wir auch noch hin. Das hier übrigens, ich glaube, das ist der Steinhaufen, wo wir unsere Flagge reinrammen müssen für unsere Aufgabe, die wir haben. Die Aufgabe mit den Ameisen müssen wir auch noch erledigen. Das machen wir bei Gelegenheit mal. Ich zeige euch mal ganz kurz den. Ich glaube, wir haben nämlich einen Steinhaufen gefunden das letzte Mal. Hier. Ist das hier der Steinhaufen? Ich meine, das ist ein Haufen voll Steine. Das hier könnte der Steinhaufen sein, wo du die Flagge platzieren sollen. Das siehst du halt von hier leider nicht. Da musst du näher ran, damit das Ding spawnt. Aber ich glaube, das hier könnte der Steinhaufen sein. Also da müssen wir mal gucken, ob wir da unsere Wegmarkierung Steinhaufen haben. Oder ob das woanders ist. Kann auch sein. Aber das ist zumindest ein Steinhaufen, der rumliegt. Wobei, da ist auch einer. Oh, der ist größer. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Was wir jetzt machen, wir segeln jetzt da runter. Nochmal. Werden dann. Bin mal gespannt, ob die gleichen zwei wieder da sind. Und dann uns ein bisschen besser anstellen. Ich brauche die nicht zum Killen. Eigentlich sind sie nur lästig im Moment. So, hier machen wir auf jeden Fall schon mal den Ton rein und den ganzen anderen Rest rein. Dann geht es zur Kühlbox. Und eigentlich auch mal gucken. Irgendwo müsste es hochgehen. Wow. Würde zumindest Sinn ergeben, wenn das so wäre. So, wir müssen ganz dringend das hier ausrüsten. Ah, guck mal, ich habe mein. Ich muss das Ding. Ich muss die Pusteblume wieder wegrüsten. Und irgendwo müsste es hier aber auch hochgehen an der Seite. Ich weiß nur nicht wo. Weil hier vor mir ist eigentlich nicht wirklich ein Aufgang. Vielleicht irgendwo doch da hinten. Weil du müsstest irgendwie anders da hochkommen wie das hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom Spiel gewollt ist. Damit du hier tatsächlich mit dem Ding hinfliegen musst. Ja. Das haben wir vorhin auch nicht gemacht. Wir speichern mal ganz kurz zwischen. Es ist sinnvoll in dem Spiel zwischen. Du stirbst relativ häufig. Ich meine, ich bin tatsächlich jemand. Ich sterbe sowieso allgemein nicht so schnell. Ach, guck mal, die sind gar nicht da. Die sind random. Ich sterbe eigentlich gar nicht so schnell im Spiel. Das ist es nämlich. Okay. Krass. Ja gut, es ist. Was? Warum? Wir haben 17 Uhr. Warum? Warum? Geh weg!
Scheiß drauf. Das ist die erste Wolfsbühne, die wir killen werden. Warte. Daten. Wo ist sie? Hacken. Schwäche hacken. Schlitzen. Oh, scharf. Stechen. Frisch. Ist das Hacken? Oh, die geht wieder. Scheiße. Komm her. Na, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund. Dreier-Kombo? Oh, Vierer-Kombo. Dies vergiftet. Arsch. Ha! Die Hälfte haben wir schon. Wieder Gift? Machbar. Wieso kann die mich? Machbar. Die hauen wir um. Wieso kann die mich vergiften? Das ist die Frage. Wieso? Ich würde auch vielleicht mal hacken. Das ist eher aufbrechen, was wir hier haben. Mit der Kneifzange. Vielleicht probieren wir mal die Insektenachse, wie viel Schaden die macht. Das ist machbar. Ja, du Drecksvieh. Ich will keine Larve dazu haben. Boah, das macht mehr Schaden. Das Gift ist übel. Ja. Das Gift ist oh, Giftresistenz. Ha! Giftresistenz. Wir haben die Kackspinne besiegt. Spinnengift erhalten und Spinnenfang haben wir erhalten. Zwei neue Gegenstände. Das, ich hätte noch Smoothies nehmen können. Scheiße, das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Wir haben die Wolfsspinne gekillt. Wir haben die erste Wolfsspinne. Es ging! Okay, wir können uns merken, hacken, also das, die Hacke ist die bessere Waffe wie die, die wir haben. Das hat ultra viel Schaden gemacht, fand ich. Kann ich das jetzt hier aufbrechen? Das ist schon die nächste. Aber wieso war die jetzt überhaupt da? Das ist auch wie... Hallo. Das ist so eine Larve. Die buddeln sich auch ein. Das waren jetzt nur... Wir brauchen noch eine. Ist das gegen die Larven vielleicht auch effizient? Ah, da hinten sind zwei. Ach, guck mal, man sieht, wo die sind. Das ist natürlich auch cool. Heiße Holzkohlequellen. Ah! Ach, guck mal, extra... Du bist hier, ey, renn raus rum? Okay, wir brauchen noch Kohle. Das Problem ist, ich sehe keine mehr. Vielleicht da oben. Da links. Ja, okay. Wenn du mitten ins Feuer rennst, ist scheiße. Wo kriegen wir denn noch so Kohle her? Oh, das ist auch effizient. Das ist auch effizient. Okay, das war scheiße. Parademeister bekommen. Au. Ohne Schild, die sind zu schnell. Hm.
Ah, das ist ineffizient. Ah, ist das noch besser. Okay, am effizientesten wäre es tatsächlich mit der Armbrust wegzumachen, aber die Nachladegeschwindigkeit ist trotzdem zu langsam, obwohl wir bereits sogar den Perk haben. Ist das hier die Kohle? Aber da komme ich doch auch nicht ran. Die Scheiße, es wird dunkel. Gut, die Wolfsspinne, wir kommen klar. Ist klar. Ja. Burning up! Wow, 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 wow. Okay. Okay. Neuer Spielstand, ja. Was haben wir? 5 davon. Essen, Wasser. Ah, und ja, wir haben 2, ich brauche 4. Okay, wir können einmal hauen, glaube ich, oder? Einmal hauen, jetzt muss ich es einsammeln. Ich brauche 4, es glaube ich, ich hoffe inständig, es waren 4. Frage ist, ob wir noch die letzte Wolfsspinne wegmachen. Wir haben 4. 4 insgesamt. Brauche ich 6? Wir bräuchten Wasser. Die ist scheiße. Wir müssen. Gibt es hier keine, die ein bisschen weiter weg ist? Wie viel haben wir denn? 20.29 Uhr. Eigentlich eine Wolfsspinne dürfte jetzt auch noch darum fahren, oder? Ja, eine Wolfsspinne. Eine haben wir weggemacht. Ganz ehrlich, ich würde es fast riskieren wollen. Da ist nochmal Holz. Da ist nochmal Kohle, glaube ich. Ja, da ist nochmal Kohle. Ich würde ihn noch wegmachen, weil dahin ist halt auch der Megamilchmolar. Ich meine, wir haben jetzt eine eh schon gekillt. Boah. Das ist halt mies. Das ist mies, dass du selbst mit dem Schutz. Okay, zweimal hauen geht. Dass du selbst mit dem Schutz praktisch ausgeliefert bist. Ja. Wow, okay. Ich nehme alles zurück. Die machen schon ordentlich Schaden. Meine Waffe ist halt auch gleich durch. Wenn du nicht willst, will ich. Wir nehmen die Wolfsspinne uns noch vor. Wir nehmen uns auf jeden Fall noch die Wolfsspinne vor. Wir müssen jetzt nochmal gucken. So, einsammeln tun wir gleich. Dann haben wir genug davon. Wir müssen das Zeug natürlich auch noch analysieren und so weiter und so fort. Dann nehmen wir jetzt die Wolfsspinne mit. Ganz ehrlich, die sind drin. Dass immer nur 2 rauskommen, ist ein bisschen nervig. Die Spinnen sind drin. Wir haben noch Smoothies. Müssen nur mal gucken, wo man die machen. Ich glaube eher hier hinten. Ich glaube hier. Und dann haben wir die Wolfsspinnen weg. Wir speichern. Logo. Hat das jetzt gespeichert? Ja, hat gespeichert. Moin. Ich doch aus, die Sau. Ah. Oh, das Gift ist übel. Wir müssen mal uns diesen Giftberg angucken. Aber Wolfsspinne Nummer 2 weg. Alter Verwalter.
Wenn schon, denn schon. Die Scheiße ist, dass diese blöden Larven so kacke weggehen. So, dafür kriegen wir ein Megamilchmolar. Auch schön. Und wir haben alles. Alter, das war mal wieder eine krass erfolgreiche Folge. Die erste Wolfsspinne gekillt, die zweite Wolfsspinne gekillt. Weil jetzt können sie mich mal. Ganz ehrlich, die Wolfsspinnen sollen sie kommen. Wir kriegen keine Spinnen. Schade, dass wir keine Spinnenseite von denen kriegen. Was wir jetzt hier haben, wir müssen jetzt nur mal gucken, wie wir es anstellen. Ich muss die Seilrutsche jetzt irgendwie bauen. Die Frage ist, das ist überhaupt das Blau da hinten. Ach so, wir sind ja mitten in der Stadt. Ja, es sind übrigens so ein Stadtgarten. So, und irgendwo da ist meine Hütte. Da ist das. Das siehst du halt nicht. Wo sind die Vogeltränke? Weil ich muss mal gucken, wo genau wir uns hinbauen werden. Aber mit der Seilrutsche, ich glaube, da vorne ans Eck. Und hier müsst auch, da müsst du hochgehen, oder? Obergartenaufstieg. Gut. Jetzt wissen wir auch, wie man hier hochkommt. Ohne, dass man den mit einer Pusteblume hier hochfliegt. Ich brauche einen Stängel. Oder ich brauche mehrere Stängel. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns eine Seilrutsche hier hinbauen. Von mir aus auch hier hin, weil hier sind wir schon im oberen Garten. Genau, hier ist der blöde Gartenzwerg. Hier ist das. Ein bisschen weit hier hinten, um die Kurve, können wir uns dann hinbauen. Das bedeutet, brauchen wir sowieso mal was zu trinken. Wenn ich jetzt hier runter... Wobei, wir kommen hier wieder hoch. Don't even need to boil it. Wir kommen hier wieder hoch. Ich bräuchte Stängel, Freunde. Da wäre was, aber ich glaube nicht... Weiß ich nicht, fällt das hier hoch? Da komme ich nicht ran. Ich bräuchte hier. Hier hinten ist unsere Hütte. Da ist unser Häuschen. Und hier würde ich gerne hinbauen. Jetzt brauchen wir nur Stängel. Den Rest an Material habe ich dabei, damit wir die Seilrutsche vervollständigen können. Das müsste eine Assel sein, oder? Jo. Weiß ich nicht. Mit deren werden wir uns auch noch anlegen. Ich meine, jetzt haben wir die Wolfsspinne gekillt. Ganz ehrlich, was soll noch passieren? Aber ich glaube, hier sieht scheiße mit Stängeln aus. Kann das sein? Da ist was, oder? Das hier? Baumwanze. Was sagen wir das denn? Hier ist Stängel. Aber das ist die blöde Assel. Hier wär Stängel. Das ist natürlich jetzt kacke. Kommen wir hier hoch hier hinten? Ja, hier. Ich brauche die Stängel. Ich brauche 6 Stück. Also ich muss nur 2-mal laufen. Geh kaputt. Ich muss 2-mal laufen. Ist völlig wurscht, wie viel ich mitnehmen. Gut. So, und jetzt die Seilrutsche. Und zwar... Gut, eigentlich können wir sie direkt hier platzieren. Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Alter, dann waren wir aber echt richtig gut in der Folge mal wieder unterwegs. So. Wir können sie danach immer noch platzieren. So, 2 Stängel fehlen jetzt noch. Wir haben hier noch... Oh, warte mal, wir können Wasser auffüllen. Wenn wir gerade da sind und hier 2 Millionen Tropfen rumliegen. Tropfen schöpfen. Komm ich da hoch? Ja. Ich weiß nicht, die Assel wird wahrscheinlich krass gepanzert sein. Deswegen mal gucken. Oh, die Wolfsspinnen, die gehen. Das Gift ist mega scheiße, wenn wir eine Funktion gegen das Gift haben. Alles tut die. Ist das jetzt richtig? Nee, ich glaube, die hier. Scheiße, jetzt weiß ich nicht, welches Seil. Also, wir haben unsere Basis anvisiert. Es kostet mich... 32, genau die passende Menge an Seile.
Ja, mach doch. Uns dürfte theoretisch nichts passieren jetzt. Und ich weiß jetzt nur nicht, ob es richtig verknüpft ist. Das ist jetzt scheiße, dass es dunkel ist. Aber wenn wir können das Seil wieder abbauen. Wir kriegen, glaube ich, alles an Material wieder vom Seil. Aber es müsste funktionieren. Und das ist immer, das ist noch ein schnellerer Weg. Es ist jetzt nicht der ultimative, schnellste Weg. Aber es ist schneller, wie wenn ich schwimme und laufe. Jedes Mal. Und wir haben die Seilrutsche zu unserem Haus verbunden. Und wir haben zwei Wolfsspinnen gekillt. Und wir haben den wir fassen zusammen. Wir haben einen Burgerchip. Wir haben zwei Wolfsspinnen gekillt. Wir haben den Megamilchmolar gefunden. Wir haben den Schlüssel gefunden für die Truhe, die irgendwo bei dieser Burg sein muss. Im Sandkasten. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Seilrutsche komplett gebaut. Wir haben Ameisenlöwen besiegt, bis unsere Waffe kaputt war. Alter! Und wir haben eine geheime Basis gefunden noch zusätzlich. Und diese heißen, und diese Pepper-Dinger. Guck mal, ich habe sogar das Richtige erwischt. Hier ist nämlich jetzt mein Turm. Guck mal, das ist cool, hä? Alter, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, wir kommen hier. Kommen jetzt ohne Probleme, können wir von A nach B. Das hier ist jetzt mein Turm. Hier geht es dann rüber um den Baum rum Richtung Picknicktisch mit der Seilrutsche. Die Seilrutsche kann ich auch noch zusätzlich nach hier hinten verbinden zu der Burg, wo ich auch noch hin will. Aber erst später dann wahrscheinlich im Spielverlauf. Und wie gesagt, das hier ist die untere Seilrutsche. Und hier habe ich meinen Turm. Den werden wir noch ein bisschen ausbauen. Und sind jetzt wieder da, sind jetzt tatsächlich wieder zu Hause praktisch. Ist das geil oder ist das geil? Es ist geil, oder? Und hier haben wir Spinnenseile. Leider geben die Wolfsspinnen keine Spinnenseile. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Aber wir haben jetzt auch, ich habe alle Spinnenseile tatsächlich verbraucht. Und meine Spinnenseile haben aufs Seil genau gereicht. Ein Seil mehr. Und wir brauchen leider noch dreimal Ameisenlöwenzange. Aber die werden wir uns noch holen, damit wir uns das zusammenbasteln können. Hier haben wir den Reparaturkleber. Habe ich den noch hier? Ja, haben wir hier drin. Damit können wir unsere Waffe noch reparieren. Auch cool. Wo ist sie? Hier reparieren und reparieren. Unsere Waffe ist wieder safe, komplett hoch. Und du kriegst tatsächlich mit dem Hacken diese Insektenaxt, weil die Hackschaden hat. Ach, guck mal, ist das hier? Ah, Hacken? Nee. Ich finde es ein bisschen gemein, dass das nämlich nicht dabei steht. Was das für Schaden ist. Aber das müsste wahrscheinlich... Ah, hier, das ist Schnittschaden? Das hier ist, glaube ich, das Symbol dafür, oder? Hä? Warum nicht? Was ist, wenn ich die, keine Ahnung, die 1 ausrüste? Ah, hier fehlt das Symbol ganz. Ach, keine Ahnung. Ich komme mit den Symbolen, keine Ahnung, ist doof. Und wir können den Ofen fertig bauen. Alter. Und wir haben noch Kohle übrig. Und wir haben noch Kohle übrig. So, mächtige Erklummung können wir aus robuster Schleifstein, wie ich es mir gedacht habe. Ah, guck mal, Pilzsäge aus Pilzbrei. Können wir herstellen. Cool. Können wir auch noch erforschen. Und. Ja, komm, herstellen. Aus robuster Schleifstein, den wir an der Werkbank herstellen können, oder? Können wir nämlich dann das Ding herstellen. Robuster Schleifstein. Röder Schleifstein. Robuster Schleifstein. Ja, können wir durch robuste Quarzscherben, können wir den herstellen. Können wir den mächtigen Klumpen dann herstellen. Cool. Richtig, richtig cool. Also, mega erfolgreiche Folge. Wir hauen uns jetzt ins Ohr, aufs Bettchen. Wir hauen uns aufs Öhrchen. Und dann bin ich raus für heute. Alles geschafft, was ich wollte. Bis auf die Ameisenlöwen. Oder müssen wir einfach noch ein paar Mal... da gehen wir nochmal hin. Einmal noch hin. Noch mal einmal Ameisenlöwen umhauen. Und das war's. Und wir müssen uns vor den Wolfsspinnen jetzt nicht mehr fürchten. Wir kriegen die tot. Wir müssen uns den Giftbock noch angucken. Wir können das hier noch erforschen. Was haben wir noch zu erforschen? Das Gift haben wir noch zu erforschen. Und den Spinnenfang haben wir noch zu erforschen. Wir haben noch drei Dinge danach als nächstes zu erforschen. Wir haben neue Rezepte bei Burgly, die wir abgeben können. Wir haben Salzstücke. Wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, was wir damit anfangen sollen. Können wir hier hinpacken. Wir haben mittlerweile Minzpfeile und die Pfeile hier. Da können wir auch mal ein bisschen was von nehmen. Aber die verschießt halt auch relativ häufig. Das Würzzeug können wir schon mal wegpacken. Und das hier Minz-Snack. Zuckerrausch. Ah, damit können wir schneller laufen. Können wir hier auch mal hinpacken. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne für diese grandiose Folge ein Gefällt mir da lassen. Die war krank. Die war krank. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Crowned. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Und dann werden wir auch wieder ein bisschen Basisbau machen. Aber das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, war eben der Turm. Das habe ich euch ja gezeigt. Ich werde das Ganze noch ein bisschen... Das wird noch schöner gestaltet natürlich. Das hier wird nicht so bleiben. Ihr seht schon, hier ist teilweise auch noch Rohbau. Ich werde den Turm vielleicht nochmal umbauen. Aber die Seilrutschen funktionieren auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut.